Wenn man nichts weiß über so ein Popfest, was stellt man sich denn da darunter vor? Keine Ahnung, nix. Warum ist die erste Reihe die beste Reihe? Weil sie einfach am nähersten ist. Wir sind rein zufällig hier. Ich bin gerade zufällig vorbeigekommen. Und wie ist das mit dir, du auch? How often have you seen der Nino aus Wien hier at the Popfest? Never. Was bringt euch heute hier zum Karlsplatz? Langeweile und so. Und Drogen. Ich höre einfach weg. Egal ob Sommer oder Winter, man sieht den Baumkuchenstand sehr oft. Was schaut ihr euch hier von eurem Baumkuchenstand aus? Was schaut ihr euch für Bands heute hier an? Natürlich, wir haben ja lieber Ruhe. Ich habe schon überlegt, aber sonst sind da keine Bänke. Ja. Wenn das Popfest ein Baumkuchengeschmack wäre, welcher Baumkuchengeschmack wäre es? Danke, alles Liebe. Glaubst du jetzt schon, dass es vielleicht ein bisschen anstrengend wird, hier zu hackeln? Nein, ich glaube nicht, nein. Servus, hallo, servus. Was ist mit dir? Nein, nichts. Weißt du, was da drüben stattfindet? Nein. Ich warte hier auf Aufträge. Hier ist deine Starting Area, deswegen. Wieso denn das? Ja, weil das Popfest scheiße ist. Das nächste Mal, wenn Young Huren kommt, ich komme auch. Und off you go. What do you think of Eberhard Forcher curating the Popfest this year? I don't understand. Eberhard Forcher is curating the Popfest this year together with Anna Threat. I don't know. Achtung, 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 Fahrradfahrer, bitte. Das Popfest findet da drüben statt. Ja, Entschuldigung, was ist das für ein Dom? Wir sind Fremde, da wollen wir jetzt nicht hin. Was macht ihr heute noch? Herumskaten? Skaten. Was ist besser, Popfest oder Skaten? Skaten. Hello. Hello. The Popfest is happening over there. Was ist für dich das, was das Popfest besonders schön macht? Dass es am Karlsplatz stattfindet. Wenn das Popfest ein Hotdog-Condiment wäre, etwas, das man auf einen Hotdog raufhaut, welches wäre das? Ketchup, Senf oder Mayo? Ketchup.